Ja, servus Leute. Herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil meiner kleinen Videoserie, die Rhön von oben. Wir machen heute wieder einen kleinen Rundgang durch die Rhön. Und ich starte wieder vom Parkplatz aus in der Nähe von Kleinsassen, wo ich auch das letzte Mal gestartet bin. Und wir schauen uns mal so ein paar kleinere Sehenswürdigkeiten an. Ich will auch die Drohne wieder steigen lassen. Da muss ich natürlich auch darauf achten, wo kann ich die denn fliegen lassen, wo nicht. Das heißt also, da gucke ich jetzt ein bisschen danach. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf die kleine Wanderung. Ich nehme an, das werden so zwischen 10 und 15 Kilometer werden. Und ich zeige euch ein bisschen meine Heimat. Auf geht's! Ich bin schon ganz schön am Schwitzen. Es ist heute ziemlich warm. Wir haben fast 30 Grad. Deshalb tropft etwas der Schweiß. Wir sind jetzt aber am Fuße der Milseburg. Das heißt, wir haben jetzt ein Stück des Weges zurückgelegt, der auf dem Rückweg im ersten Teil lag. Wir schwenken aber jetzt dann gleich Richtung Schackau. Kommt dann auch am Milseburg-Radtunnel vorbei. Da werde ich euch noch ein paar Infos dazu geben. Und damit geht es jetzt praktisch weiter. Ist auch eine gute Gelegenheit, nochmal ein paar alte Drohnenaufnahmen einzuspielen. Wie gesagt, wir sind jetzt oberhalb von Kleinsassen und unterhalb von der Milseburg, also ziemlich genau dazwischen. Und da spiele ich euch doch ein paar schöne Drohnenaufnahmen hier mit rein. So, wir kommen jetzt langsam zum R3, also zum Milseburg-Radweg. Da auch so ein paar Infos für euch. Also der startet Fulda-Götzenhof und geht dann bis Hilders. Ich denke sogar, der Teil vom Radweg, der dahinter ist, gehört auch noch zum R3, zum Milseburg-Radweg. Es sind also rund 27 Kilometer und es wird halt auch ein ehemaliger Eisenbahntunnel durchquert, nämlich der Milseburg-Tunnel. Da zeige ich euch gleich auch mal ein paar Eindrücke davon, damit ihr euch mal ein Bild machen könnt, wie das so aussieht. So, ich muss noch ein Stück den Radweg entlang laufen, damit wir auch zum Tunneleingang kommen. Ich werde jetzt nicht durch den Tunnel gehen. Ich werde euch einfach nur mal den Eingang zeigen und ich merke schon, wie es hier deutlich kühler wird. Also es ist auch im Tunnel das ganze Jahr über richtig kühl, aber es ist echt eine coole Sache, da durchzufahren. Also ein ganzes Stück ist auch mit Notbeleuchtung versehen. Ihr könnt also auch theoretisch ohne Licht durchfahren. Man sollte allerdings Licht am Rad haben, das halte ich für sicherer. Sogar ich am Rennrad habe entsprechende Beleuchtung. Wenn ich durchfahre, mache ich die immer an. Jetzt zeige ich euch das mal. Also hier merke ich schon, dass es deutlich kühler wird. Das ist schon echt eine kühle Brise, die hier ankommt. Hier sehen wir auch ein paar Informationen zu den Fledermäusen. Der Tunnel wird also im Herbst geschlossen und im Frühjahr wieder geöffnet, damit die Fledermäuse dort überwintern können. Jetzt gucken wir nochmal, ob auch nochmal ein paar Infos zum Tunnel zu finden sind. Und ihr seht, hier kommt auch der nächste Radfahrer angebraust. So, und hier haben wir dann auch nochmal ein paar Infos zum Tunnel. Ihr seht, Öffnungszeiten vom 15. April bis 31. Oktober, ist 1127 Meter lang, Höhendifferenz 23 Meter. Und hier seht ihr dann auch nochmal, wo wir sind. Moment, wo ist denn unser Punkt? Hier sind wir gerade. Da stehen wir also. Und das ist praktisch der Tunnel. Und ihr seht auch die Notbeleuchtung. Und diese Tore, die ihr links und rechts seht, die werden dann halt über den Winter werden die geschlossen.
gehe noch mal ein Stück rein. Oh, hier ist echt kühl. Mein lieber Scholli, wenn es geregnet hat, dauert es auch ewig, bis der abtrocknet. Deshalb gibt es auch Zeiten im Jahr, wo ich mit dem Rad da nicht durchfahre. Und hier sind wir auch mal mit der Schulklasse durchgelaufen. Und dann sollten wir uns immer in diesen seitlichen Kammern dann verstecken, wenn ein Zug kommen sollte. Aber ich glaube, das wäre übel geendet, wenn wirklich ein Zug gekommen wäre. Ja, das ist also dann mal der Milseburg-Radtunnel. So, gehen wir wieder in die richtige Richtung. So, hier geht es jetzt richtig steil runter. Nehmen wir mal lieber den etwas sichereren Weg. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. So, wunderbar. Und dann geht es jetzt weiter Richtung Schackau. Entbehrungsreichen Marsch bin ich jetzt in Schackau angekommen. Da auch mal so ein paar Infos für euch. Erstmalig urkundlich erwähnt im Jahr 1300, alles Wikipedia-Wissen. Und Einwohner sind wohl im Moment so rund 118, 120. Das heißt, wir sind jetzt wirklich in einem sehr kleinen Ort. Nördlich von Kleinsassen, liegt zwischen Kleinsassen und Langenbieber. Hier haben wir dann auch nochmal ein Informationsschild. Ihr seht also, wo wir im Moment sind. Da ist der Standort. Und wir werden dann auch nochmal zur Fohlenweide hochgehen. Wir gehen mal am Langenbieberer Freibad vorbei. Und wir werden natürlich auch Schloss Bieberstein zumindest nochmal mit der Drohne filmen. Hier gibt es noch ein paar Infos zum Rundweg. Aber wir mahnen uns jetzt mal weiter und laufen erstmal durch den Ort durch, Richtung Freibad. Hier vorne kreuzt dann übrigens auch wieder der R3-Radweg, da wo dieses Schild mit dem Vorsicht Fahrrädern rechts ist. Da werden wir aber nicht lang laufen, denn Radweglaufen ist nicht ganz so angenehm, sondern wir wenden uns hier nach links und spazieren drumherum ganz elegant. Übrigens auch mal wieder eine Mütze aufgesetzt, damit mir mein kahles Haupt nicht verbrotzelt wird von der Sonne. Und jetzt geht es noch Richtung Freibad in Langenbieber, das ist nicht mehr weit. Dann lasse ich noch mal die Drohne steigen, versuche auch noch ein paar Aufnahmen vom Schloss Bieberstein zu bekommen. So, und hier vorne kommen wir jetzt schon zum Freibad Bieberstein, Langenbieber. Das hat leider dieses Jahr komplett geschlossen, natürlich wegen der C-Situation. Und ja, wird wohl 2021 wieder geöffnet. Die wollten sowieso Sanierungsarbeiten durchführen. Das ziehen sie jetzt wohl vor, hoffentlich aufs Jahr 2020. Und das ist auch sicherlich nicht zu früh, denn das Bad wurde schon 1957 eröffnet. Wird wohl auch von reinem Quellwasser gespeist. Da kann man also bedenkenlos baden gehen.
Und das ist auch wirklich ein sehr schönes Freibad. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ist ein 1 Meter Sprungbrett, ein 3 Meter Sprungbrett. Auch ein tiefes Becken. Natürlich auch für Kinder, klar. Und das ist immer sehr gut besucht. Das ist immer voll bei so einem Wetter wie heute, wenn auch Ferien sind. Also da liegen die Leute wirklich dicht an dicht. Aber im Moment, wie ihr euch denken könnt, ist davon nichts zu sehen. Denn die C-Krise, ja, schlägt überall hart zu. So ein Schwimmbad ist ja sowieso schon defizitär. Und wenn jetzt komplett die Einnahmen fehlen, ist das sicherlich für den Gemeindehaushalt auch nicht so ideal. Schön ist es trotzdem und zeigenswert auch. Hier seht ihr dann auch mal die aktuelle Situation. Das Becken scheint auch leer zu sein, wenn ich das richtig sehe. Also niemand da. Komplett leer das Bad, aber es wird natürlich weiterhin die Anlage gepflegt. Das sieht man auch. Also man könnte jederzeit sicherlich eröffnen. Nur ist es leider im Moment nicht möglich. Ihr seht aber schon ein relativ großes Becken, da auch so eine Art Tribüne für die Helden des 3-Meter-Bretts, damit die auch bewundert werden können. Doch ganz schön. Hier hinten sind auch Bauarbeiten scheinbar im Gange, also es tut sich was. Und wenn man dann hier mal nach oben schaut, sieht man dort schon das Schloss Bieberstein. Ja, und das Schloss, das wurde von 1710 im ersten Bauabschnitt und 1740 dann im zweiten Bauabschnitt gebaut von einem Bamberger Baumeister namens Johann Dietzenhofer. Der ist aber wohl vor Baubeginn, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon verstorben. Und der Berg, auf dem es steht, das ist der Kugelberg, der ist über 500 Meter hoch. Und vorher stand dort wohl auch schon eine Burg. Die hat es dann also nicht so lange ausgehalten. Und mittlerweile befindet sich in dem Schloss Bieberstein ein Internat. Und das Internat wird auch aktiv betrieben. Das heißt also, da kann man seine Kinder hinschicken. Ist allerdings natürlich eine Privatschule, wird sicherlich nicht ganz billig sein. Und das ist wohl die Hermann-Lied-Schule, die sich dort oben befindet. Ja, also ich war dort oben auch schon ein, zwei Mal mit dem Fahrrad. Man kann also auch rein. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auf jeden Fall nach meinem Kenntnisstand zumindest auch mal zumindest die Außenbereiche des Schloss Bieberstein euch anschauen. Ist sicherlich auch mal ein Spaziergang dort hoch wert. Ja, das waren also Schloss Bieberstein und das Freibad Bieberstein, Langbieber oder Langbieber Bieberstein. Und ich suche mir jetzt noch einen möglichst schönen Weg Richtung Fohlenweide. Das ist so eine Art Kongresshotel, da können aber auch Individualurlauber absteigen. Hat einen See dabei, ist also sehr schön. Das will ich euch auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Eigentlich müsste ich jetzt hier links lang, da nach oben, aber ich will euch auf jeden Fall auch nochmal die Fohlenweide zeigen. Wobei ich zugeben muss, ich war das letzte Mal, glaube ich, vor 35 Jahren, da war das auch noch nicht so ausgebaut, da gab es noch, ich glaube auch Ponyreiten gab es da noch, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ja, gute alte Zeit, da hat sich viel verändert, wie gesagt, ja, wohl so eine Art Kongresshotel ist vielleicht jetzt übertrieben, aber für Seminare, also Seminarhotel und auch für die Individualtouristen sicherlich ein guter Ausgangspunkt, um auch die Rhön zu erkunden, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, Leute, ich bin fast wieder am Parkplatz angekommen, nahe Kleinsasen oder hinter Kleinsasen. Die Runde ist damit komplett. Ich bin jetzt wahrscheinlich so zwischen 14 und 15 Kilometer gelaufen. Habe auch alle wichtigen Eckpunkte, die ich vorgesehen habe, habe ich abgehandelt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ich konnte euch ein bisschen was von der Rhön zeigen. Und schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr noch weitere Videos davon sehen wollt. Das ist jetzt das zweite. Das erste ist so lala angekommen. Würde mich mal interessieren, ob euch diese Form der Videos tatsächlich gefällt. Und vor allen Dingen, wenn es euch gefällt, dann teilt das Video auch ruhig, denn das kann nie schaden. Ja, das soll es dann für die heutige Wanderung und das Video Rhön von oben gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten, gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ein Abo ist ja wohl selbstverständlich, weil vielleicht kommt ja noch ein Video Rhön von oben. Und das wollt ihr hoffentlich nicht verpassen.